Ja, sehr geehrte Damen und Herren und diverse, gewöhnt euch dran, das ist die Anrede der Zukunft. Gerade bei einem Publikum, was man noch nicht so genau kennt. Man weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, ob wir unter uns sind. So muss man in Zukunft auf politisch korrekte Art und Weise eine Menschenmenge ansprechen. So ist das. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber das ist er halt, so ist er, unser Zeitgeist. Der hat nie behauptet, dass es ihm darum ginge, die Benutzeroberfläche unserer Welt in irgendeiner Form handlicher zu machen. Darum geht es dem Zeitgeist nicht. Ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema Zeitgeist und mit den Themen, die damit so verknüpft sind. Und ich versuche eigentlich immer, den Zeitgeist aus unserem tagtäglichen Denken und Erleben der Welt irgendwie rauszukristallisieren, ihn zu entlarven und möglicherweise ihn auch aus meinem oder aus anderer Menschen Denken zu verjagen. Das Ganze nicht mit Chaka und Shishi, das gibt Leute, die auch das gerne tun. Ich versuche es eher tatsächlich mit Vernunft, mit guten Argumenten und vor allen Dingen mit echtem Optimismus. Aber zunächst erst nochmal zum Einstieg, was meine ich eigentlich, wenn ich von Zeitgeist rede? Also das Wort geistert jetzt seit 2-3 Jahren, seit mein Buch draußen ist, sehr viel häufiger durch die Landschaft. Mit mir hat das nichts zu tun. In der Tat gibt es das Wort Zeitgeist schon sehr, sehr lang. Bereits Johann Gottfried von Herder sprach Ende des 18. Jahrhunderts vom bleiernden Druck des Zeitgeists, der auf dem Menschen lastet. Und er meinte damit, dass sich Menschen einem bestimmten Denken und auch den damit verbundenen Einschränkungen nicht nur beugen, sondern diese manchmal auch aktiv einfordern. Für den Philosophen Hegel war der Zeitgeist so eine Art kollektives Bewusstsein, dem man sich nur schwer entziehen kann als Individuum. Und wie schwer das geht, brachte dann später mal Aldous Huxley, der britische Schriftsteller, Schöne neue Welt, auf den Punkt, der sagte, der Zeitgeist ist ein gefährliches Biest und ich wünsche mir, ich könnte seinen Klauen entfliehen. Von Hans Magnus Enzensberger ist der Ausspruch überliefert, etwas Bornierteres als den Zeitgeist gibt es nicht. Auch solche Menschen haben ab und zu recht. Zeitgeist, das Wort, das hat also etwas mit Enge zu tun, mit Schwere und mit Begrenztheit. Und das erklärt auch die leicht autoritäre Note, die dem Wort Zeitgeist dann gerne anhaftet. Der Historiker Hermann Josef Fieri hat das wie folgt formuliert: Es liege etwas Totalitäres und Krakenhaftes in dem Zeitgeist. Und je stärker der Zeitgeist, desto schwächer, ja verwundbarer erscheint der einzelne Mensch. Diese Schwächung des Individuums und die zunehmende Intoleranz gegenüber Abweichlern spüren nicht nur die Menschen hier im Saal, sondern auch ganz viele Leute da draußen aus unterschiedlichsten Gründen. Und interessant ist auch, dass heute eigentlich niemand im Verdacht stehen will, dem Zeitgeist einfach so unkritisch hinterherzulaufen. Ne? Sondern jeder behauptet von sich, ach nee, mit dem Zeitgeist, nee, das bin ich nicht. Ne? Der Zeitgeist sind interessanterweise immer die anderen. Ne? Und vielleicht macht das den heutigen Zeitgeist sogar auch aus. Ne? Nahezu jeder betont, ihm nicht nachzulaufen, sich ihm nicht anpassen zu wollen. Aber wir haben jetzt diese Philosophen gehört, die erklären, was Zeitgeist ist. Modern formuliert könnte man sagen, der Zeitgeist ist, ist wie so eine Art Bug in deinem Rechner, ja, oder in deinem Rechenzentrum. Du merkst plötzlich, wenn er sich eingenistet hat, plötzlich werden die Funktionen, die dir zur Verfügung stehen, die werden eingeschränkt, das System wird statischer, gleichzeitig instabiler und irgendwann hast du dann Ladebalken, Sanduhr und dann ist Ende Gelände. So funktionieren Bugs. Das Spannende am Zeitgeist ist, dass der sich quasi jetzt nicht in deinem Rechner einnistet, sondern im gesamtgesellschaftlichen Rechenzentrum sich eingenistet hat. Und da wir alle so super miteinander vernetzt sind, beeinflusst der unser aller Denken und Leben und Wahrnehmen der Welt. Das ist das Spannende an dem heutigen Zeitgeist, dass er sich in unser Denken einfiltert und einnistet, fast schon unbemerkt, und dort sein übles Wesen treibt. Aber wie bei allen schlechten Nachrichten gibt es auch positive, genauso wie es für Rechner Programme gibt, mit denen man Bugs entfernen kann. So kann man diese Bugs oder die Knoten im Hirn auch entfernen. Und
mein Buch Zeitgeisterjagd ist beispielsweise ein Angebot, mit dem man versuchen kann, Schlaufen im eigenen Denken und Knoten vielleicht zu lösen, um sich vielleicht da ein bisschen anders aufzustellen. Ich bin also sozusagen als Debugger tätig, wenn man das so sagen will. Also eine Art Kammerjäger, mit dem man versuchen kann, verstopfte Gedankengänge wieder frei zu machen. Wie funktioniert das mit der Verbreitung dieser Bugs? Ja, das ist nicht so ganz leicht zu erklären, weil diese Bugs in unserem Denken, die tarnen sich, sodass wir sie großteils schon für Bestandteile des Inventars halten. Die fallen uns gar nicht mehr so richtig auf, diese eingeschliffenen Gedankengänge, die man so denkt, ohne drüber nachzudenken. Und diese Bugs tarnen sich, sie nisten sich ein. Und der Zeitgeist orientiert sich vom Outlook her an dem, was die Mehrheit der Gesellschaft als in der Tat als anstrebenswert, als glaubhaft oder als gewünscht interpretiert, mit dem sich die Mehrheit der Menschen gut fühlt. So ist beispielsweise die Vorstellung, dass die Welt grüner und ökologischer werden solle, ist mit Sicherheit Bestandteil des heutigen Zeitgeists. Ich denke, da sind wir uns alle einig, dass das dazugehört. Auch, dass die Welt bedroht sei und dass die Menschen daran gehöriges Maß Mitschuld haben. Auch das macht den heutigen Zeitgeist aus, weshalb ja auch ein globales Umdenken so unumgänglich sei. Das klingt dann alles im ersten Moment sehr lebensbejahend, menschlich, friedlich, rücksichtsvoll, ganzheitlich, modern und zukunftsorientiert. Der Zeitgeist präsentiert sich als Common Sense im positiven Sinne, als unumgänglich oder wie es in der Merkel-Republik heißt, als alternativlos. Doch gleichzeitig, und das ist das Spannende am Zeitgeist, wenn man anfängt, den zu hinterfragen, wird er sehr schnell grantig. Ja? Und sehr schnell merkt man, dass dieser Mainstream nicht einfach nur ein dahinfließender Fluss ist, sondern ein reißender Strom mit sehr schroffen Ufern. Ja. Und in unserer Zeit, woran macht sich der Zeitgeist fest? Wir brauchen nicht lang rätseln, welches Thema den Zeitgeist in unserer Zeit aktuell formt. Das ist das Thema Gesundheit, ja, in Corona-Zeiten. Gesundheit, schon wie es im Deutschen ausgesprochen wird, Gesundheit. Ja. Das klingt nicht besonders nett. Das klingt eher so wie so eine Art, ja, es klingt so wie das neue Zieleine. Ja, so ein bisschen. Ja. So bei den Engländern, wenn da der sprühende Gegenüber aktiv wird, dann sagt man nicht Gesundheit, sondern man sagt God bless you. Gott segne dich. Das ist eine sehr viel freundlichere Herangehensweise. Ne. Bei den Franzosen wird ein zivilisiertes Santé entgegnet. Bei uns heißt es Gesundheit. Ja. Gut, so ist das. Gesundheit ist bei uns kein persönlicher Wunsch mehr, sondern ist eine Art moralischer Imperativ. Ja. Denn krank werden ist das neue Asozial. Bleib gefälligst gesund. Ja. Und wenn du doch krank wirst, dann bleib mir gefälligst vom Leib. Wir ersticken unser Leben aus Angst vor Krankheit und Tod, weil wir uns nichts mehr wünschen als Gesundheit. Alles andere hat dahinter zurückzutreten. So ist es heute. Im Jahr 2019 war es noch der Klimaschutz, der wichtiger sein sollte als alles andere. Ihr erinnert euch noch dran, Klimaschutz war das Thema, über das die bundesrepublikanische Gesellschaft erstmals Bekanntschaft gemacht hat mit dem Begriff des Notstands. Wir hatten Klimanotstand in Konstanz. In Konstanz. Jedes Mal, wenn ich in Konstanz bin, kriege ich Kopfschmerzen wegen der Sauerstoffüberdosis, die ich kriege. Ich bin aus Frankfurt. Ich weiß, wovon ich da rede. Aber wir hatten also Klimanotstand in Konstanz wegen schlechter Luft. Aber so ist der Zeitgeist. Er sucht sich halt immer neue Themen, an denen er sich festmacht. Und erklärt neue Themen zu Themen, die wichtiger sein sollen als all das, was uns bisher wichtig gewesen ist. Stilprägend für den Zeitgeist in allen Epochen ist aber, er kennt nur Schwarz und Weiß. Es gibt keine Abstufungen. Es gibt nur richtig und falsch, gut und böse. Schwarz-Weiß ist also gewissermaßen das neue Bunt. Ja? Wozu man sich dann im Nachhinein fragt, wozu jemals das Buntfernsehen, Farbfernsehen überhaupt erfunden wurde. Das ist eigentlich wirklich, braucht eigentlich keiner. Denn Gleichmacher und Angstapostel brauchen keine Farben, brauchen keine Einzelheiten, brauchen auch keine Schattierungen,
Denn für die Inquisition von Andersdenkenden sind solche Feinheiten nicht nötig. Und gerade diese Inquisition von Andersdenken hat ja in Deutschland auch eine gewachsene Tradition. Da sind wir sehr, sehr gut darin, historisch. Nicht nur im Umgang mit Andersdenkenden, sondern auch mit Selbstdenkenden, geradeausdenkenden, Querdenkenden, in welche Richtung auch immer. Und heute tun wir ja sozusagen als Gesellschaft alles, damit unser Gesundheitswesen uns selbst überlebt. Ja. Das ist schon eine wirklich spannende Angelegenheit. Und das, obwohl sich aber die ganze Gesellschaft quasi auf das Überleben unseres Gesundheitswesens konzentriert, fühlen wir uns trotzdem nicht sicher. Ja, sondern wir sind trotzdem weiterhin ängstlich. Wir haben Angst vor Viren. Wir haben aber auch Angst vor den Mitteln gegen die Viren. Ja. Wir haben Angst vor Medizin. Wir haben Angst vor Wissenschaft. Wir haben Angst vor Technik. Wir haben also quasi Angst vor allem, vor alledem, was den Menschen vom Tier unterscheidet. Und wir haben Angst vor allem, was nicht natürlich ist. Und besonders Angst haben wir vor künstlichen Lebensmitteln. Es sei denn, es handelt sich um vegane Leberwurst. Um Tofu-Schnitzel oder um Quinoa-Eigenurin-Bratlinge. Ja? Die sind zwar vielleicht nicht natürlich, aber die finden wir okay. Und ich meine, das muss man sich schon mal vorstellen, dass diesen Witz, den habe ich vor 3 Jahren gemacht und inzwischen sind so viele andere Absurditäten dazu gekommen, dass das wirklich nur noch ein Einstieg ist. Ne? Weil ich meine, die Welt steht inzwischen nach 1,5 Jahren Corona wirklich Kopf. Vor 1,5 Jahren hätte ich in einer Bank eine Hysterie ausgelöst, wenn ich eine Maske getragen hätte. Heute geht das Geschrei schon los, wenn ich die Bankfiliale ohne Maske betrete. Ja. Und da habe ich die Pistolen noch gar nicht gezückt. Ja. Das ist schon wirklich irre. Maske tragen ist heute das neue Gesicht zeigen. Ja? Social Distancing ist die neue soziale Empathie. Abstand ist die neue echte Nähe. Und die herkömmliche Nähe gilt uns als unhygienisch, als fast schon belästigend. Zu Hause bleiben ist die neue Weltoffenheit. Das Sofa ist die Werkbank des Homeofficers, ja, des Heimatoffiziers, der im Homeoffice tätig ist. Wenn wir früher von Zoomen gesprochen haben, dann ging es um eine Funktion in einer Kamera, mit der man weit entfernte Dinge näher rangeholt hat. Wenn wir heute von Zoomen reden, geht es darum, sich an der heimischen Arbeitsfront den ungeliebten Kollegen möglichst gut vom Leib zu halten, ihm nicht gegenübertreten zu müssen, nicht mit ihm kommunizieren zu müssen. So manch einer täuscht dafür sogar auch mal eine schlechte Internetverbindung vor. Habe ich irgendwo gelesen im Internet. Wer gesund ist heute, hat Angst, krank zu werden. Und wer diese Angst nicht spürt, kann nicht ganz gesund sein. Bis vor wenigen Monaten noch hat man in Bussen und Bahnen gehustet, um einen Furz zu übertönen. Heute ist es umgekehrt. Das ist verrückt. Oder hättet ihr gedacht, dass man irgendwann mal seine Freunde oder Bekannte danach einsortiert, wer ihr Lieblingsvirologe ist? Ja. Aber irgendwann denkt man dann schon auch, irgendwann ist dieser Spuk doch hoffentlich vorbei und man ist den ganzen Kram leid. Gerade an so Tagen wie am eigenen Geburtstag, wo man eigentlich die Sau rauslässt mit anderen Leuten zusammen, da kommen dann die Leute inzwischen auf einen zu und sagen, Hauptsache bleib gesund, ne? Bleib gesund. Und ich denke mir dann so, scheiße, ist das wirklich alles? Bin ich dieses Jahr 50 geworden, damit mir die Leute wünschen, dass mein Körper noch möglichst lange durchhält? Ja. Oder bin ich wirklich zu gierig, wenn ich am Bergfest von mir erhoffe, dass noch mehr erhoffe, als dass mein Körper noch ein bisschen länger durchhält? Ich meine, wenn man früher zu jemandem gesagt hat, bleib gefälligst gesund, oder Hauptsache der Bub ist gesund, dann wusste man, der hat sonst nichts. Ja? Der hat sonst nichts, der soll sich darüber freuen, dass er gesund ist und gut. Aber heute scheint dieser Gruß, bleib gefälligst gesund oder Hauptsache du bist gesund, gilt für alle und ist eine Aufforderung zum Verzicht auf eigentlich geradezu alles. Ja.
Und dabei sollte man doch eigentlich fragen, gesund wofür eigentlich? Fit für was? Marathon oder Gewichtheben? Eistanz oder Sumo-Ringen? Das ist doch nicht dasselbe. Aber wenn außer gesund sein und gesund bleiben nicht zählt, dann gibt es dieses für was ja auch gar nicht mehr. Und dann ist eigentlich auch das Konzept von Gesundheit letztlich sinnlos, wenn wir nicht wissen wofür, wenn es das nicht mehr gibt. Nicht falsch verstehen, natürlich brauchen wir hochmoderne Medizin. Ich bin ein absoluter Verfechter von Wissenschaftlichkeit. Denn Globuli helfen nicht gegen globalisierte Pandemien. Sie helfen nicht. Aber auch da bin ich mir inzwischen nicht mehr so richtig sicher, ob unsere Gesellschaft das alles so will, weil klar sagt jeder von uns, ja, natürlich will ich gesund bleiben und ich möchte auch gerne alt werden. Und der Sechser im Lotto ist dann, wenn man gesund alt wird, ja, wollen wir ja letztlich alle. Das Absurde ist nur, in einer Gesellschaft, in der immer mehr Menschen genau das schaffen, diese Gesellschaft nennen wir dann überaltert und krank. Ja. Wir wollen also irgendwie alt werden, ohne alt zu sein. Und wir wollen alt werden, ohne die ganzen anderen Alten. Und gleichzeitig kauft die Gesellschaft alles, wo Anti-Aging draufsteht. Das muss man nicht wirklich verstehen. Aber wenn es dann darum geht, tatsächlich Kranke und Risikogruppen zu schützen, da sind wir dann plötzlich alle auf dem kollektivistischen Gleichheitstrip. Wir wollen Gefährdete nicht von ungefährdeten Gefährdern trennen, weil das angeblich den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdet. Wir verwandeln also unsere Gesellschaft in einen Hochsicherheitstrakt, damit wir alle dasselbe durchmachen? Ist das noch Gleichberechtigung oder schon Gleichschaltung? Die Grenze ist offenbar fließend. Sollen wir wirklich aus Solidarität zu Hause bleiben, weil nach der Pandemie immer vor der nächsten Pandemie ist? Hygienequarantäne, bis auch der letzte Mensch immun ist? Mit der Logik kannst du auch Antibiotika ins Trinkwasser kippen, weil irgendeiner wird schon krank sein. Oder wir bleiben einfach alle komplett im Bett, denn irgendwo ist es ja auf der Welt immer Nacht. Funktioniert ja auch. Oder du kannst alle Menschen einsperren, präventiv sozusagen, weil da wird schon einer dabei sein, der es verdient hat. Man macht eine Gesellschaft nicht gesund, wenn man alle wie Kranke und Gefährdete behandelt. Im Gegenteil. Aber wenn man Karl Lauterbach und den Berliner Koronialisten zuhört, dann bekommt man den Eindruck, als wäre gesund nur dieser klitzekleine kurze Moment vor dem Ausbruch der garantiert todbringenden Krankheit. Wer gesund ist, hat also den Nachteil, das ganze Elend gewissermaßen noch vor sich zu haben. Und wer an Heilung glaubt, der hat wohl noch nicht von der Killermutante Omega gehört, die bestimmt irgendwann kommt oder noch früher. Daher gilt die heutige herrschende Logik, wenn wir jetzt auf alle Freiheiten verzichten, dann können wir sie in Zukunft nicht mehr verlieren. Man muss die Dinge positiv sehen. Am besten wäre wahrscheinlich die Berliner Staatslogik, am besten wäre es, wir bleiben alle im alten Lockdown. Dann brauchen wir auch keinen neuen. Der alte funktioniert aber noch gut. Wir Deutsche schmeißen nichts weg, solange es noch funktioniert. Wir recyceln, bis der Arzt kommt. Und dieses Festhalten am Bekannten, dieses fast schon magische Furcht vor Veränderungen oder Lockerungen, die hat in den Monaten mit Corona nochmal deutlich zugenommen. Sie ist nicht ausgelöst worden dadurch, aber sie ist stärker geworden. Und für dieses Problem gibt es leider momentan und wahrscheinlich auch in Zukunft keinen Impfstoff. Meine Analyse ist, unsere Gesellschaft leidet an unterschiedlichen Syndromen. Unsere Gesellschaft leidet zum einen am Locked-In-Syndrom. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Medizin. Das sind, der Patient ist bei vollem Bewusstsein, ist aber komplett gelähmt, ist bewegungsunfähig und kann sich nicht artikulieren und kann nicht kommunizieren. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? So. Wir schließen uns ein, verbieten uns gegenseitig den Mund und das alles bei vollem Bewusstsein. Und je mehr und enger die Begrenzungen werden und wurden, desto lauter sind in den letzten Monaten auch die Forderungen nach noch mehr Regeln geworden. Und das erinnert mich an das brachte mich zu dem zweiten Syndrom, unter dem wir leiden. Wir leiden nämlich unter dem Stockholm-Syndrom. Das Stockholm-Syndrom beschreibt einen Zustand, in dem Menschen oder Opfer von Entführungen plötzlich Sympathie mit den Entführer-Sternchen innen entwickeln.
Das ist das Stockholm-Syndrom. Und fatal ist die aktuelle Situation, wenn nämlich das Locked-In-Syndrom mit dem Stockholm-Syndrom zusammentreffen. Wenn man also Menschen vom Leben aussperrt, die das dann aber irgendwie plötzlich ganz cool finden und gar nicht mehr zurück wollen. So ähnlich fühlt sich aus meiner Sicht unsere Gesellschaft gerade an. Wir sind, die ganze Gesellschaft ist immer noch so ein bisschen sediert. Wir sind irritiert, weil man plötzlich uns liebgewonnene Fesseln wieder abgenommen hat. Und man ist gleichzeitig auch ängstlich, weil es tatsächlich Verrückte da draußen gibt, die plötzlich wieder auf so verrückte Ideen kommen, wie auf ein Konzert gehen zu wollen, auf eine Party gehen zu wollen oder ins Stadion gehen zu wollen. Da herrscht eine unheimliche Irritation im Moment. Viele Leute sagen, sie hätten den Lockdown liebgewonnen oder sich damit arrangiert und hätten ihn als eine Art erholsame Entschleunigung oder als eine gesunde Umweltentlastung empfunden oder als Zeit zur Besinnung. Habe ich ganz, ganz oft gehört. Und das alles dann noch, und das wurde dann immer gesagt, unter diesem unglaublich blauen Himmel, weil plötzlich keiner mehr fliegt. War das nicht toll? So klingen paranoid, menschenscheue Achtsamkeitsapostel aus der Mittelklasse. Leute, die Geländewagen fahren, weil da der Pöbel besser abprallt. Leute, die das Homeoffice lieben, weil sie nun endlich eine steuerlich relevante Verwendung für das überschüssige dritte Kinderzimmer haben. Ja? Diese Leute lieben den Lockdown aus Angst vor der Freiheit der anderen. Kürzlich ist bei mir durch die Straße ohne Scheiß einer durchgefahren, junger Typ, alleine im Auto, FFP2-Maske auf, im offenen Cabrio. Wo du dann echt fragst, so, geht's noch? Du hast gelacht. Ein Grüner hätte sich tierisch darüber aufgedreht, von wegen, was macht der Typ im Cabrio alleine. Der hätte nicht über die Maske gelacht. Aber für Mittelklassebürger, so richtige, ureigene Mittelklassebürger, mag das aufregend gewesen sein im ersten Lockdown. Man fühlte sich so ein bisschen wie in dieser Fernsehsendung Promis auf Hartz IV, runterreduziert, aber freilich nur, bis dann doch irgendein unterbezahlter Kurier das Cordon Bleu und den Wein vorbeigebracht hat. Weil Lockdown heißt übersetzt nichts anderes als arme Leute bringen reichen Leuten das Essen nach Hause. Weil diese reichen Leute sich aus Angst vor den armen Leuten nicht mehr auf die Straße trauen. Das ist Lockdown. Und diese Leute, die brauchen den Lockdown, um sich selbst vorzugaukeln, dass sie selbst in Wirklichkeit die Befreiten sind und alle anderen da draußen die Beschränkten. In diesem paranoiden Weltbild kehrt sich also quasi alles um. Freiheit ist plötzlich unfrei, Menschlichkeit ist rücksichtslos, Normalität ist abnormal, Beschränkung gibt Sicherheit und Gesundheit ist krank. Und dieses Doppelsyndrom, dieses Aufeinandertreffen von Locked-In-Syndrom und Stockholm-Syndrom, ich nenne es das Lockholm-Syndrom. Warum ist es aber für Politik so unglaublich attraktiv, uns alle wie ehemalige, aktuelle oder künftige Kranke darzustellen? Nun, die Antwort ist relativ klar, weil wir uns so auf den kleinsten gemeinsamen Nenner reduzieren lassen. Wir sind nämlich dann nur noch Organismen. Und Organismen streiten sich nicht um Rechte und Freiheiten, sondern denen geht es nur noch um das eigene Funktionieren und um das eigene Weiterleben. Und wenn wir das zulassen, dann ist Gesundheit tatsächlich auch offiziell und amtlich das höchste Gut, das wir haben. Kein Wunder, dass das meist gehasste Wort im politischen Berlin derzeit auch das Wort Entwarnung ist. Das klingt nämlich, Entwarnung klingt so wie Ende des Sicherheits- und Verordnungsstaats. Entwarnung heißt, die Freiheit könnte wieder ausbrechen und jeden infizieren. Und das Mittel gegen die Entwarnung, damit sich das Gefühl nicht durchsetzt, das Mittel heißt Prävention. Und Prävention funktioniert nur auf der Basis von Angst. Präventive Quarantäne zum Schutz vor den Risiken der Freiheit. Das ist so die Richtung, in der wir nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern unterwegs sind. Der Lockdown quasi als politisch regelbarer Dauerzustand, mal locker, mal downer, mal im Flackermodus, mal im Jahreszeitenrhythmus, mal als Öko-Ramadan,
als Klimaretreat, als Schweigeminute zum Ausklappen, aber immer mit der Möglichkeit, kurzfristig den Druck wieder rauszunehmen, um dann irgendwann die Daumenschrauben wieder anziehen zu können, wenn Politiker den Eindruck haben, dass der Angstlevel gefährlich niedrig geworden ist. Deswegen denke ich, ihr hattet vorhin eine interessante Diskussion, was die Partei der Vernunft tun sollte. Mein Vorschlag wäre, wir sollten versuchen, alle Menschen, die es mit Freiheit halten, sollten versuchen, dazu beizutragen, dass unsere Gesellschaft anfängt, sich zu entkolonialisieren. Und dazu müssen wir zuallererst den mentalen Lockdown unter den Locken bekämpfen. Unsere Vernunft, unsere Freiheitsliebe, unsere Mündigkeit und unsere Empathie, all diese Sachen müssen endlich raus aus der Kurzarbeit. Wir brauchen eine Anti-Lockdown-Bewegung. Wir müssen deutlich machen, dass man Gesellschaft weder aus Virologensicht noch aus Virologensicht verstehen und auch nicht retten kann. Es mag im Labor gelingen, über die Abschottung von Versuchstieren die Verbreitung von Viren zu stoppen. Im Labor klappt das. In einer freien und offenen Gesellschaft klappt das eben nicht. Das hat man im politischen Berlin verstanden. Und deswegen hat man auch die letzten anderthalb Jahre intensiv versucht, uns diese freie und offene Gesellschaft gründlich zu vermiesen und auszutreiben. Der Gesundheit zuliebe. Wir brauchen also auch ein anderes Verhältnis zu Risiken, die wir als Individuen eingehen. Genauso wie wir ein anderes Verhältnis zur Gesundheit brauchen. Also für mich persönlich ist Gesundheit kein Lebensziel. Ich habe Besseres vor. Und ich habe mir auch abgewöhnt, Leuten, die im Bus oder in der Bahn niesen, Gesundheit zu wünschen. Ich wünsche ihnen Freiheit. Und ich hoffe, dass ich mit dem Virus mehr Leute anstecke. Freiheit funktioniert aber nicht ohne den Glauben daran, dass Menschen mit dieser Freiheit Positives anstellen können. Denn Freiheitskampf braucht mehr als die Angst vor Unfreiheit. Die Angst vor der Diktatur reicht zwar vielleicht aus, um einen Freiheitskampf auszulösen, gewinnen kannst du ihn so aber nicht. Es braucht mehr als Angst. Es braucht Zuversicht und es braucht Optimismus. Jetzt könnte man natürlich fragen, woher soll man den Optimismus Namen nehmen, wenn man kaum jemanden findet, den man ihm stehlen könnte. Und tatsächlich gehört heute Angst zum zentralen Bestandteil des Wertekanons des modernen, aufgeklärten Menschen. Wir haben ja Angst vor allem, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und von den Sachen aber dann erst recht. Wir haben Angst vor Atomkriegen, vor Killertomaten, vor toten Bäumen, vor lebendigen Klonen. Wir haben Angst vor fremden Kulturen und eigener Kulturlosigkeit. Wir haben Angst, selbst das beharrliche Ausbleiben des Weltuntergangs finden wir irgendwie angsteinflößend. Wir haben Ängste vor Eiszeiten und vor Klimaerwärmung. Wir haben Ängste vor Fluten von geschmolzenen Eisbergen und von entwurzelten Südländern. Wir haben Angst vor Aluminium im Deo-Roller und vor populistischen Diktatoren oder vor Viren und deren Mitteln und den Mitteln dagegen. Es gibt nichts, vor dem man sich heute nicht anständig fürchten kann. Und nach 18 Monaten Corona ist fast jedem klar, es gibt keinen Automatismus, mit dem wir Freiheiten auf Dauer zurückbekommen. Freiheitsrechte sind nämlich auch nie einfach so nur zurückgegeben oder verliehen worden. Die sind immer erkämpft worden. Und gerade unser aktuelles politisches Führungspersonal ist nicht eben gerade bekannt dafür, mit Freiheiten und Freiräumen großzügig um sich zu werfen, von den künftigen ganz zu schweigen. Es geht ihnen nie um mehr Freiheiten, es geht immer nur um mehr Risikovermeidung. Und wer das zur obersten Bürgerpflicht erklärt, der macht die Bürger zu Dauerinsassen in einem Gefängniskrankenhaus und steckt sie in Sicherheitsverwahrung. Diese Mischung aus überbordendem Schutz, gegenseitiger Überwachung und freiwilliger Entmündigung. Diese Mischung hat uns in den letzten Jahren schon, nicht erst seit Corona, aber seitdem insbesondere, lahm und bequem gemacht und menschenscheu gemacht. Und diese Alltagsmenschenscheu ist für mich der wichtigste Indikator dafür, ob jemand wirklich ernsthaft Interesse hat, Freiheiten zurückzuerobern. Denn Freiheiten kann man immer nur für andere erstreiten, nicht für einen selbst. Jemand, der Freiheiten für sich erstreitet, erstreitet Privilegien. Das ist ein Unterschied. Privilegien und Freiheiten sind nicht dasselbe.
Man muss also Freiheiten immer für andere erstreiten. Und da ist es völlig egal, ob sie geimpft sind oder genesen oder eben nicht. Und das meine ich, wenn ich sage, ich finde, wir müssen dazu beitragen, dass diese Gesellschaft anfängt, sich zu entkolonialisieren. Die eigene Befreiung aus diesem sehr freiheitszerstörerischen Zeitgeist kann nur gelingen, wenn wir die Angst ablegen vor der Freiheit der anderen. Ich weiß, das ist schwer. Denn wer heute nicht ängstlich um sich blickt, wer nicht grundsätzlich vorsichtig ist und die Menschen für bescheuert hält und möglichst wenig von ihnen und auch von sich selbst hält oder erwartet, der erntet Unverständnis in der Gesellschaft. Und fast erscheinen heute Missmut und niedrige Erwartungen als die Gebote 11 und 12 des bewusst lebenden Menschen. Warum ist das so? Ich denke, das wäre ein weiterer programmatischer Anregungspunkt. Ich denke, es hängt damit zu tun, dass wir häufig eine sehr verzerrte Vorstellung von dem haben, was Optimismus ist. Da ranken sich unheimlich viele Missverständnisse drum. Eines dieser Missverständnisse besteht darin, dass man davon ausgeht, es müsse alles gut sein, um optimistisch in die Zukunft schauen zu können. Und das ist natürlich ein Irrtum. Denn wo steht geschrieben, dass wir nur dann auf eine positive Zukunft hoffen können, wenn schon die Gegenwart gut ist? Wäre dem so, würde es in Krisenzeiten ja keine Hoffnung auf Besserung geben. Dabei sind es gerade die guten Zeiten, in denen die Angst vor Verschlechterung der Lage sehr häufig überhand nimmt. Ob jemand letztlich eher ein Optimist oder ein Pessimist ist, hängt auch nicht mit seinen Lebensumständen zusammen. Reiche Menschen sind weder grundsätzlich optimistischer oder grundsätzlich pessimistischer als Arme. Der zentrale Unterschied zwischen optimistischen und pessimistischen Menschen liegt nicht so sehr in ihrer Wahrnehmung der Gegenwart, sondern in ihrer Bewertung der Zukunftsaussichten. Als soziale Wesen stehen wir alle unter den Einflüssen dieses sehr lähmenden Zeitgeists. Und trotzdem nimmt jeder diese Einflüsse ein bisschen anders wahr und geht auch anders damit um. Häufig sind es persönliche Haltungen zu bestimmten Themen, aus denen dann plötzlich aber andere Ansichten abzuleiten sind. Die ergeben erstaunlich häufig eine sehr kohärente Ideenlandschaft. Ich versuche mal ein Beispiel, was ich meine. Ihr werdet beispielsweise wenig Veganer finden, die sich für Atomkraft einsetzen. Obwohl diese beiden Themen miteinander nichts zu tun haben. Man wird es nicht finden. Diese Einzelmeinungen sind aber eingebettet in bestimmte Grundüberzeugungen, die wiederum dann bestimmte Haltungen in anderen Fragen ergeben oder wahrscheinlich machen. Wenn aber jetzt tatsächlich jeder Mensch ja doch so frei darüber entscheiden kann, welchen Standpunkt er einnimmt, warum sind Optimisten heute auf der roten Liste? Warum gibt es davon so wenige? Und für mich liegt die Antwort auf der Hand. Der moderne Zeitgeist bevorzugt Pessimisten. Er betont düstere Zukunftsaussichten und schürt Misstrauen gegenüber Menschen, Entwicklung, gegenüber Innovationen und auch gegenüber allen möglichen vermeintlich guten Nachrichten. Daran ist nicht nur die mediale Suche nach Sensationen schuld. Das könnte auch in die andere Richtung gehen. Nein, es kommt ein anderer wichtiger Faktor hinzu. Pessimismus lädt häufig zu Passivität ein. Denn wer ohnehin nicht an eine bessere Zukunft glaubt oder daran glaubt, dass man selbst was verändern kann, der braucht ja dann eigentlich auch nicht aktiv werden. Das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass jeder, der aktiv ist, automatisch ein Optimist ist. Im Gegenteil. Der moderne Zeitgeist schafft es heute, die größten Pessimisten auf die Straßen zu kehren und zu Demonstrationen zu schicken, egal in welcher Altersgruppe. Aus Angst und Panik. Und er kann sie sogar dazu bringen, dass Menschen heute auf Straßen ein autoritäres Vorgehen des Staates gegen Freiheiten fordern. Optimistischer werden sie dadurch natürlich freilich nicht. Sie werden eher nur noch zynischer. Optimismus und Zuversicht sind nur dann möglich, wenn man hohe Erwartungen an Menschen hat, an die Zukunft und auch an sich selbst. Dazu braucht es aber Vertrauen in die menschliche Entwicklungsfähigkeit und in die gesellschaftliche Lernfähigkeit und in die Menschheit insgesamt. Und genau dieses Vertrauen, das fehlt heute. Und das zeichnet den modernen Zeitgeist aus. Optimismus ist ohne den Glauben an die Menschen aber kaum vorstellbar.
der Pessimist braucht sich über solche Fragen überhaupt nicht unterhalten, geschweige denn nachdenken. Da seiner Ansicht nach die Dinge ohnehin nicht besser werden können, muss er auch nicht für Freiheit eintreten. Nicht selten interpretiert der Pessimist Freiheit sogar als zusätzliche Bedrohung und deren Beschneidung als eine sinnvolle Zukunftsstrategie, um den Weltuntergang vielleicht auch noch so ein bisschen rauszuschieben. Optimistisches Denken kann sich immer dann entwickeln, wenn die Entwicklungsfähigkeit der Menschen vorausgesetzt wird. Es ist diese persönliche Nähe oder Distanz zu einer eigentlich sehr alten humanistischen Überzeugung, die letztlich darüber entscheidet, ob jemand eher optimistisch oder pessimistisch ist. Es geht um das Menschenbild. Und diese Einstellung zu so einem Menschenbild ist für mich persönlich sehr viel wichtiger als die Frage, ob sich jemand als links oder rechts oder vorne oder hinten einordnet oder als religiös, als Geimpfter oder als Dortmunder oder als Schalker. Das ist mir alles völlig egal. Mich interessiert das Menschenbild. Und wir alle verändern die Welt durch unser Denken und Handeln, ob wir wollen oder nicht. Und auch ganz gleich, ob wir das nun als Optimist oder als Pessimisten tun. Und ich kann von mir persönlich sagen, ich habe beide Seiten ausprobiert. Ich war früher ein glühender Pessimist mit allem, was dazugehört. Und bin heute ein glühender Optimist. Und ich muss sagen, das Zweite ist cooler. Optimist sein ist echt cooler. Das ist spannender und es ist einfach erfüllender auch, sich und anderen mehr zuzutrauen, als in Angst, Zynismus und Selbstmitleid zu versinken. Macht einfach weniger Spaß. Und das Schöne daran ist, es ist tatsächlich eine freie Entscheidung des Menschen, jedes Menschen, ob er Optimist ist oder nicht. Der Pessimist hält nicht mal diese Entscheidung für frei, sondern für zwingend und alternativlos. Und deswegen haben Pessimisten auch so ein großes Problem mit der kleinen Gruppe der Zuversichtlichen, weil sie ihnen den Spiegel vorhalten. Der Optimist hingegen weiß, dass er im Zweifel immer gegen den Strom schwimmt. Er benötigt gute Gründe für seinen optimistischen Standpunkt und er braucht auch eine innere Robustheit, um im Ringen mit dem Zeitgeist nicht sofort weggerissen zu werden. Das ist nicht gerade leicht. Und wenn ich von guten Gründen für Optimismus rede, dann meine ich damit nicht, dass ich mir eine heile Welt vorgaukle oder anderen. Oder die Spaßgesellschaft 2.0 ausrufen will. Darum geht es gar nicht. Fakten alleine reichen nicht aus. Selbst inbrünstige Pessimisten wissen, dass die Menschen heute gesünder leben als jemals zuvor, dass sie älter werden als jemals zuvor, dass sie mehr wissen als jemals zuvor, dass wir Krankheiten heilen können, die wir niemals heilen konnten. Pessimisten wissen das. Pessimisten sind ja nicht doof. Ja. Es reicht nicht aus, dieses Wissen, weil Fakten alleine für sich betrachtet noch keine Haltung ausmachen. Deswegen, weil das so ist, kann man Haltungen auch nicht einfach nur durch neue Fakten verändern. Es geht vielmehr darum, Fakten und Sichtweisen und Standpunkte miteinander zu verknüpfen, sodass sich dort Netze bilden, Verständnisnetze, in die man sich, die einem verlässlichen Halt geben und die zumindest entfernt an sowas erinnern wie eine Art Menschenbild oder auch wie eine Art Weltbild. Das ist übrigens hier mein allererster Auftritt auf einer Parteikonferenz. Ich bin aber auch vorher schon mal gefragt worden, ob ich nicht auch mal irgendwo kandidieren will. Und da ist mir dann aufgefallen, bei der letzten Kommunalwahl in Frankfurt, die war im März, da habe ich mir den Wahlzettel schicken lassen. Ich hatte 93 Stimmen zur Auswahl, die ich hätte vergeben können. Da habe ich nur so nachgedacht, von wegen, scheiße, ich habe in der ganzen Corona-Zeit insgesamt gar nicht mit 93 Leuten gesprochen. Was soll ich da 93 Stimmen geben? Das erschien mir alles sehr, sehr arbiträr, dieses Wählen gehen und dieses Kandidieren. Und ich bin halt gefragt worden, ob ich nicht auch kandidieren will, weil ja sozusagen alle anderen ja auch kandidieren. Ja? Weil ja tausende Leute auf diesem Wahlzettel. Warum denn du nicht? Habe ich nachgedacht, warum ich in so eine Parteienquarantäne gehe. Und dann habe ich gesagt, es mag daran liegen, dass ich habe es nicht so mit religiösen Ritualen.
Damit ist nicht die PDV gemeint, sondern das Wählen gehen. So. Weil dieses Wählen gehen erinnert mich immer mehr so an dieses bei Christen sehr verbreitete Ritual des weihnachtlichen Gottesdienstbesuchs. Ja? So unchristlich man das ganze Jahr auch war, ne? Weihnachten geht's in die Cash. Und so ist es auch bei vielen Stimmzetteldemokraten. Ja? So sehr man auch das ganze Jahr das Aussetzen von Grundrechten fordert oder Leute verteufelt, die anders leben, anders reden, anders ausdenken oder anders denken, am Wahlsonntag pilgert man an die Urne und macht sein Kreuz in guter alter Bürgerpflicht. Ob eine Gesellschaft tatsächlich menschlich oder gerechter oder freier oder sozialer ist, entscheidet sich aber nicht an Wahltagen, sondern an allen Tagen dazwischen. Die Wahltage sind eigentlich die unerheblichsten von allen. Und diese Entscheidung, wie so eine Gesellschaft ist, die wird auch nicht von der Politik getroffen, sondern wird von den hier lebenden Leuten getroffen, und zwar jeden Tag. Von jedem. Und deswegen, ich denke, wir brauchen ein weiterer Punkt für die PDV aus meiner Sicht. Wir brauchen eine politische Bewegung, die den grünen Grundkonsens in Frage stellt und sich davon abgrenzt. Denn dieser grüne politische Grundkonsens basiert auf einem pessimistischen Menschenbild, einem tief sitzenden Misstrauen gegenüber normalen Leuten und auf einer großen Skepsis gegenüber modernen Technologien und allem und eine Skepsis gegenüber allem, was uns als Menschen in Abgrenzung zur Natur auszeichnet. Antihumanismus ist der Kern grünen Denkens. Und der ist entsetzlich weit verbreitet und auch extrem tief verankert. Aber jeder Einzelne kann dieses Denken konfrontieren, denn es ist zwar tief verankert, aber die Wurzel sitzt nicht besonders tief. Und dieses Denken, diese Annahme zu schwächen, gelingt durch das eigene Beispiel, durchs Argumentieren und durchs Vorleben. Und je öfter jeder einzelne Mensch eine Kerbe oder eine Delle in diese aalglatt grüne Oberfläche des Zeitgeists schlägt, desto häufiger kann man diesen Zeitgeist als solchen entlarven und desto sichtbarer wird er und desto besser kann man da auch Halt finden und dann auch anderen Leuten helfen, selbst Halt zu finden. Ein offener, direkter und vertrauensvoller Umgang mit Menschen scheint mir der beste Weg zu sein, um sie dazu ermutigen, sich selbst ernst zu nehmen. Und diese Vertrauenskultur kann letztlich jeder selbst auch sehen, indem er sich und sein Umfeld kontinuierlich bei allen Punkten darin bestärkt, eben nicht in die passive Opferrolle zu rutschen, sondern Entscheidungen selbst zu fällen und dann auch zu verantworten. Die eigene Freiheit kann man nur verteidigen, wenn man die Freiheit anderer verteidigt. Ein weiterer Schritt heraus aus der Opferrolle besteht daher darin, andere Menschen zu ermutigen, durch eigenes Handeln persönliche Robustheit zurückzugewinnen. Das Spannende daran, finde ich persönlich, ist, dass man beobachten kann, wie schnell Menschen darauf positiv reagieren, wenn man sie mit diesem Anspruch, wenn man sie mit dieser Haltung anspricht, sich selbst ernst zu nehmen. Ich kenne keinen, der das nicht sofort eigentlich versucht. Und deswegen ist auch ein Grund, warum ich optimistisch bin. Es gibt keine effektivere Waffe gegen die Kultur des Misstrauens als das Pflegen einer eigenen, ausstrahlenden Vertrauenskultur gegenüber anderen Menschen. Probiert's aus, ihr werdet spüren. Und deswegen ist es auch in 2021 total vernünftig, ein extremer Optimist zu sein. Nicht, weil die Lage gut ist, sondern weil noch so viel Luft nach oben ist. Zum Schluss möchte ich noch, und dann bin ich fertig, ein kurzes Beispiel geben für die Kraft des Optimismus. Das ist nicht immer die Hochkultur, das sind nicht immer die Intellektuellen, sondern es ist manchmal findet man Perlen dieses Optimismus auch in der Alltagskultur, vergraben in Trivialitäten oder im Entertainment. Eine solche Perle des Optimismus findet sich in einem meiner Lieblingsfilme, ganz profan. Aber ich glaube, jeder kennt ihn. Und täglich grüßt das Murmeltier. Film ist bekannt. Handelt vom Zyniker und Menschenfeind namens Phil Connors, gespielt vom großartigen Bill Murray, der so lange in einer quälenden Zeitschleife feststeckt und den einen und denselben frustrierenden Tag immer und immer wieder aufs Neue erlebt, ohne Hoffnung, jemals da auszubrechen. Das muss er so lange tun, bis er dann tatsächlich sich aus eigener Kraft
zu einem anderen Menschen entwickelt hat. Als er nach unzähligen Versuchen tatsächlich die Zeitschleife und seinen eigenen Zynismus überwindet und der Zeitschleife entkommt, und als er an dem Morgen spürt, dass ein tatsächlich neuer Tag anbricht und nicht wieder der alte, da sagt er diesen großartigen Satz in der Schlussszene. Er liegt im Bett neben der Frau seiner Träume, die er nie gekriegt hat, weil er immer so ein Zyniker war. Und er liegt in diesem Bett und der Wecker klingelt und plötzlich greift sie irgendwie über ihn und macht den Wecker aus. Und liegt er da und sagt, irgendwas ist anders. Alles, was anders ist, ist gut. Und der meint damit nicht, dass nun wirklich alles gut ist oder alles gut wird. Der meint aber damit, dass Veränderung gut ist, weil er sie selbst beeinflusst hat. Er hat sie selbst erzeugt, diese Veränderung. Er ist eben nicht mehr Gefangener und Opfer seiner eigenen Veränderungsunfähigkeit, sondern er selbst ist Macher, Infragesteller, Umdenker, Problembenenner und Problemlöser geworden. Und hat eigentlich gegen seine Gegenwart rebelliert und war ein Rebell für die Zukunft. Und was der kann, können wir auch. Und ich wünsche Ihnen als Organisation, dass Ihnen diese Bereitschaft zur Rebellion dass die Ihnen erhalten bleibt und auch die Neugier da bleibt, immer wieder auch eigene Sichtweisen zu überprüfen und nachzusehen, ob sich der zynische und lähmende Zeitgeist nicht vielleicht auch im eigenen Denken in diesem Kreis irgendwo einschleicht und sich breit gemacht hat. Weil uns allen ist letztlich diese Neugier und das Streben danach, Widersprüche aufzulösen, ist uns angeboren. Deswegen sind wir Menschen. Deswegen, es gibt viele Gründe, optimistisch zu sein. Und es gibt auch viele gute Gründe, Humanist zu sein. Egal in welche Partei. Ich interessiere mich nicht für Parteien. Humanist zu sein, zu bleiben oder zu werden. Man muss diese Gründe allerdings sehen wollen. Es geht bei Optimismus nicht um das halbvolle oder um das halbleere Glas. Das ist die völlig falsche Frage. Optimisten fragen danach, wie voll kann das Glas in Zukunft sein und wie viele zusätzliche Gläser brauche ich? Danach fragt der Optimist. Und was müssen wir tun, um diese zukünftigen Gläser zu füllen? Wie können wir das erreichen? Was kann ich dazu beitragen? Und wenn ich mich mit diesem Denken auseinandersetze, dann bin ich automatisch Optimist. Nicht, weil ich mir sicher bin, dass ich die Ziele erreiche, sondern weil ich es für möglich halte. Optimismus beginnt hier und nicht da draußen. Und um Chancen zu nutzen, das bei anderen Leuten zu vertiefen, dieses Denken, dazu brauchen wir das ganze Bild. Und das bekommen wir nur, wenn wir auch unsere eigene Burka lüften, unsere Denkburka, und überall hinsehen, alles hinterfragen und Widersprüche und Absurditäten auch im Alltag thematisieren, weil das ist der Punkt, wo Leute dann anknüpfen können. Das wäre vielleicht auch noch eine strategische Empfehlung für die PDV. Intellektuelle Debatten sind super, wenn sie auch im Leben verankert sind. Und ich bin mir ganz sicher, dass wenn man Leuten ein großes Bild gibt, versucht, diese Zusammenhänge, Punkte in einem Netzwerk zu verbinden zu so einer Art Weltbild, Menschenbild, whatever you call it. Wer das ganze Bild sieht, der wird die Welt nicht nur besser verstehen, sie wird ihm dann auch besser gefallen, weil er nämlich Chancen sieht. Und vielleicht ist das heute sogar das Aufmüpfigste, was man als Individuum und als Organisation tun kann. Gründe finden, um optimistisch zu sein. Ich glaube, momentan gibt es nichts Aufmüpfigeres, als das zu tun. Das ist manchmal unangenehm und dazu muss man Mut haben. Aber, und deswegen lautet mein Schlusswort an Sie, bleiben Sie vernünftig, bleiben Sie frei. Denn die Welt braucht mehr vernünftige und freie Männer und Frauen und diverse mit Eiern. Vielen Dank.